Wolfgang, vielen Dank dafür, dass du gerade an unserer oder in unserer Mittwochsendung zu Gast warst. Vielen Dank dafür. Jetzt nochmal am Rand dessen, wie stehst du denn überhaupt so generell zum Amateurfußball und wie verbindest du das Ganze mit Soccerwatch TV, dass wir ja jetzt auch die Spiele unter anderem in der Stadt Schwerte übertragen? Ich war sehr überrascht, angenehm überrascht. Ich bin dann mal, weil ich wissen wollte, wie die anderen gespielt haben, rein. Auf einmal sah ich bewegte Bilder. Ha, ich habe bewegte Bilder. Die Spieler bewegen sich doch gar nicht. Aber das war nicht der ethische Schwerte. Nein, ich finde das generell sehr gut, dass man das so auf die Beine stellt und versucht, auch mal den kleinen Verein darzustellen, dass er sich darstellen kann. Eine Bühne. Natürlich. Also es ist das Schönste, wunderbar. Und das Interesse, denke ich mal, sich auch mal auf so einem YouTube-Kanal zu sehen, ist auch riesengroß. Und jeder wird dann mal nachschauen und sich informieren, wie gut er noch aussieht im YouTube-Kanal. Ich finde das toll, muss ich ehrlich sagen. Nicht, weil ich jetzt hier bin, sondern generell. Ich habe da schon vor 20 Jahren drüber nachgedacht, dass man sowas mal machen könnte für Amateure, weil das fehlt, das wird vernachlässigt. Und dass die auch mal im Vordergrund kommen. Mit anderen Worten, zu deiner ersten Station beim VfL Schwerte wird wahrscheinlich jetzt kein Video- und Bildmaterial vorliegen. Hättest du dir da damals wahrscheinlich auch schon gewünscht. Da ist garantiert nichts, es sei denn, hat jemand so eine Wiesen, die damals die 8 mm Kamera irgendwas gedreht, aber da gibt es wohl nichts. Ja? Bildmaterial ja, aber nicht in bewegten Bildern. Das ist schade, ja. Ich finde das gut, wenn man sich mal auch immer wieder sehen kann. Auch guck mal, seine Freundin sagen: Guck mal, ich bin Fernsehstar. Als Amateur. Wie gesagt, ich finde es einfach nur Knufte. Dass man die Amateure auch mal wieder im Vordergrund, die sind so vernachlässigt worden. Das ist leider so. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Ist denn trotzdem auch deiner Meinung nach, Herr, der Fokus sollte ein bisschen mehr verschoben werden von den Millionären wieder ein bisschen zur Basis, sage ich jetzt mal, wo wir angefangen haben. Also wir sehen ja Ja. immer wieder Regeländerungen und dann Transfers für 100 Millionen und weiß der Geier, ne? Sind wir denn als Profis geboren? Nein. Also wir sind irgendwann mal. Du wahrscheinlich Jeder, schon, ne? nein, Nein, auch du nicht. jeder hat in seiner Jugend in seinem Heimatverein gespielt. Und das sollte man nicht vergessen, dass man dann einen Werdegang genommen hat, der in die höheren Sphären abgedriftet ist. Sollte man nicht vergessen. Immer back to the roots, immer wissen, wo man herkommt und auch dem Amateurfußball nicht die kalte Schulter zeigen. Also ich sehe das gerne mit anderen Augen sehen. Ich verlange nicht von Ihnen, dass Sie Bundesliga-Niveau haben. Ich will eins immer nur sehen im Fußball, dass man sich bemüht und nicht irgendwo in der Ecke liegt und faul den anderen arbeiten lässt und ich mache nichts. Also Amateure, jeder hat seine Stärken. Jeder kann laufen. Jeder kann kämpfen. Einer für den anderen. D'Artagnan. Also ganz einfaches Fußballwissen oder Basis, die du hier gerade vermittelst, aber die eigenen Tugenden, die müssten wieder ein bisschen mehr eingebracht werden. Haben wir jetzt, denke ich mal, Charaktersache. Das ist die Charaktersache, Charaktersache vom genau. einzelnen Spieler, was er daraus macht. Wenn er mit wenig zufrieden ist, ist nicht mein Fall. Er sollte mit mehr zufrieden sein. Aber nicht da oben hingreifen, wo man nicht hinkommt. Abschließende Frage, aber vielleicht noch ganz kurz. Wie lange dürfen wir dich denn beim Fußball oder auf der Fußballbühne noch sehen? Ob jetzt aktiv, sei mal dahingestellt, weil du hast ja selber noch mit 50 in der Mit Landesliga, mit 60. 60, oh Gott, wie bin ich vorbereitet? Aber Ja, ist ja Wahnsinn. fragst du mich. Ja. Ja, dafür habe ich dich. Wir machen demnächst auch eine wöchentliche Show, Wolfgang und Stefan. Aber wie lange können wir dich denn noch im Amateurfußball oder vielleicht von mir aus im Profifußball? Solange, ich sage es mal an, fange an, ich habe gerade schon erklärt, ich bin in der Jugend, in der Schule angefangen. Mit 6 Jahren bin ich angefangen. Das erste Mal im Verein, VfL Schwerte, klar. Und warum soll man mit 72 aufhören? Man soll im Leben immer das machen, was Spaß macht. Und wenn man daran Spaß hat und man kann es noch, macht es. Macht es. Lasst euch nicht von jemandem da wegdrängen. Und wenn man Freude im Leben hat, genießt die Freude. Benutzt die Freude, um sich selbst darzustellen, um sich selbst Befriedigung zu bekommen. Und ich finde, das ist so ein schönes Schlusswort. Das lassen wir jetzt genauso stehen. Ich bedanke mich bei dir für den Okay. Mittwoch, für dieses Interview nochmal kurz Danke und fürs knapp. Mettbrötchen, ist lecker. Sehr gerne. Sehr lecker. Sehr, sehr gerne. Empfehlen wir weiter, ne? Vielen Dank.